Hallo Leute, es geht weiter im Bonuskapitel und wir waren zuletzt im Singsang mit den Vögeln. Kann aber sein, weil ich das letzte Mal dann das Spiel ausgemacht habe, dass ich das jetzt deutlich nochmal machen muss. So. Sieht fast so aus. Der Ton ist ja schon wieder fast zu hoch. Den packe ich mal an dritte Stelle. Dass ich die immer zweimal antippen muss, damit ich das höre. Also zweimal antippen vertauscht oder, nee, Quatsch, was rede ich hier? Zweimal draufklicken ist das Hören und dann einmal halt vertauschen und das nervt immer ein bisschen. Also von der Steuerung her einfach gerade. Und wie gesagt, würde ich es einfach manchmal gerne in der Abfolge hören. Das würde mir sehr viel helfen. So muss ich mir halt jeden einzelnen Ton merken. Das wäre dann der hier wieder, glaube ich. Ich rate halbwegs, ich merke es mir halbwegs von allem etwas irgendwie. Ist halt so, wenn ich einen Ton höre, der jetzt quasi dann halt einen ganzen Ton höher ist. Wie soll ich sagen? Also das hier ist ja ein C von der Note und das ist ein E. Und dann höre ich aber oft das D. Und dann weiß ich, okay, das D muss hier hin, weil ich es hier halt sehe von den Noten. Um es auch zu erläutern, ich kann Noten lesen aufgrund dessen, weil ich mal Klarinette in einem Orchester gespielt habe. Ist aber auch schon eine Weile her. Also wenn jetzt hier mit Fis und Dis und was weiß ich noch alles jetzt dazu käme, würde ich auch bei höheren Noten ein bisschen abrechnen müssen, welche das nochmal ist. Also alle weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber man erinnert sich natürlich so ein bisschen hier, und ich hoffe immer, dass der tiefste Ton natürlich das C ist und dann in zwei Töne später hier das E dann halt kommt. Das ist dann zum Beispiel der dazwischen, den ich eigentlich gar nicht weiß, wo der sein soll. Doch, das müsste der sein. Dann ist das der vierte. Und ich hab's geschafft. Wahnsinn, ich hab's geschafft. Gut, da freue ich mich natürlich. Ich glaube, ich hatte die Reihenfolge jetzt auch sogar neu gemacht und es, ja, gut geklappt. Ich will mich nicht beschweren, hat geklappt. Diese Rose sieht aus wie die derzeitige Königin und so weiter. Ja, das ist natürlich die Rose, die wir brauchen von Sophia, die ich ein bisschen vermisse, muss ich sagen. Also es ist schon ein anderes Gefühl zu wissen, wir spielen jetzt hier mit ihrer Tochter. Und Sophia ist weg, die macht sich gerade die Haare, nimmt ein schönes Bad, entspannt sich von der ganzen Prozedur mit den ganzen Leuten. Ich weiß auch nicht, was die macht, aber sie ist nicht mehr hier. Aber wir können ihr jetzt eine Rose geben. So. Und kriegen natürlich die andere Hälfte. Und ich wette, dann damit haben wir gleich das LP geschafft. Ganz bestimmt. Ich freue mich schon ein bisschen. Und wir können durch zum Sternenhügel. You think you can defeat me, the great dark Mia? We'll see about that. Süß. Okay. Gut. Was soll ich machen? Fange die Symbole in den Seifenblasen ein. Tippe auf eine Blase, wenn sich ein Symbol in ihrer Mitte befindet. Warte, fange die Symbole. Also einfangen. Und dann immer die. Wie jetzt? Was? Wie? Tippe auf eine Blase, wenn sich ein Symbol in ihrer Mitte befindet. Aber was suche ich denn? Hm.
Wie, das war's noch nicht? Okay, ich muss irgendwie eine bestimmte Reihenfolge hinkriegen, aber ich check irgendwie noch nicht so ganz, was für eine. Hä? Hä? Fangen die Symbole in den Seifenblasen ein? Okay, tippe auf eine Blase, wenn sich ein Symbol in ihrer Mitte befindet. Wie jetzt? So, dass die zueinander passen, kann das sein? Weil da waren jetzt zwei Dreiecke und wenn ich das eine Dreieck fange, wisst ihr, was ich meine? Und das andere Dreieck kommt gerade runter und ist es dann in der anderen Blase so, sodass ich dann draufklicke? Jetzt? Jetzt? Nee. Nee. Aber es kommen ja auch gar keine zwei Vierecke. Irgendwie ist die Logik komisch. Nee, es ist eine bestimmte Reihenfolge, die jetzt gestimmt hat. Aha. Toll, zweite Runde. Ja, kein Problem. Komm, mach. Ich check's nicht, aber mach. Ja, hat gut geklappt. Waren alle schön in der Mitte, in der Blase und... Komm, wenn ich die dritte Runde schaffe, habe ich es hinter mir. Aha, das war es jetzt nicht. Also irgendwie... Schön, dass ich es schaffe, aber leider nicht... Mhm. Mhm. Oder muss ich das immer dann machen, wenn alle drinne sind? Oder so? Geht das überhaupt? Ne? Ja, dann. Die kann mir auch nicht helfen, ne? Mhm. Aber ich darf mit dem Grauen schon mal anfangen. Mit dem ganz linken, habe ich das richtig verstanden? Eins, zwei, drei, komm. Nee. Aber bis zum Lilanen war es richtig. Dann nehme ich gleich den letzten und dann den vorletzten. Komm. Jetzt der. Tada! Okay. Oder man muss es sich einfach nur merken. Also aufgrund dessen, was falsch lief. Und sie schläft mit ihrem Diadem. Oh, da kommt Sophia, die Mama. Ach, wie schön. Ach ja, das war jetzt doch schön, ja. Dü-di-dü-dü, mit dem Gedudel, was wir ja schon kennen von Awakening. Sehr schönes Gedudel natürlich. Ich mag die Musik von Awakening, wisst ihr ja. Hatte ja damals, glaube ich, im zweiten Part oder so, hatte ich schon gesagt, dass ich die Musik total schön immer finde. Ja, was soll ich sagen? Ich weiß nicht so richtig, warum ich mit dem Spiel nicht so total warm geworden bin. Also es war irgendwie immer so, vielleicht war meine Erwartungshaltung zu groß, weil so eine lange Zeitspanne zwischen den Spielen jetzt war. Oder ich weiß auch nicht. Oder einfach, weil ich immer so unkonzentriert und hektisch war, dass ich dann immer, ich weiß nicht, so dann doch rumgefehlt habe, was mir sehr leid tut, wie gesagt. Aber... kommt halt, finde ich, auch vor, so, ne, bei dann, ich weiß gar nicht, wie viele Videos ich mittlerweile produziert habe, finde ich, darf es auch mal vorkommen, dass man auch mal unkonzentriert ist, mal genervt ist oder ich weiß auch nicht. Also ich selber nehme es mir eigentlich nicht so übel, finde es aber, würd's schade finden, wenn mich andere deswegen deabonnieren würden oder so, weil im Prinzip mir Wimmelbildspiele immer noch total Spaß machen. Also ich möchte eigentlich immer noch diese Kategorie beibehalten auf meinem Kanal. Bin immer froh, zwischendurch mal ein Wimmelbild zu spielen. Und selbst wenn ich mal was nicht verstehe oder kann und mir mehr Tipps hole als andere oder so. Ja, jeder macht das halt so, wie er denkt.
Ich glaube, es liegt halt auch daran, dass man es Let's Playt. Ich glaube, wenn man das dann so privat alleine für sich macht, ist man auch ein bisschen noch etwas ruhiger und entspannter. Man hat keinen Zeitdruck und ist immer so eine Gratwanderung als Let's Playerin oder Let's Player, das zu schaffen, ein Spiel voranzubringen und nicht zu lange auf einer Stelle zu verweilen und trotzdem halt Entspannung reinzubringen und nicht ein bisschen doch auch Hektik reinzubringen. So, manchmal verquasselt man sich halt und merkt dann auch selber, dass man irgendwie, finde ich, so, ja, ein bisschen hektischer wird. Das merkt man schon, aber manchmal ist es halt dann, ja, dann ist der Part schon aufgenommen und so war es dann. Und das ist, finde ich, menschlich und ist okay. Mir hat es trotzdem Spaß gemacht, so ist nicht. Aber irgendwie, also von der Anzahl der Parts her weiß ich auch mittlerweile, dass bei den anderen Awakening-Teilen mit auch Sammler-Edition, Bonus-Kapitel, ich da auch auf mehr Parts sogar kam. Also es scheint wohl total normal zu sein, aber vom Spiel her kam es mir so vor, als wäre das Bonuskapitel voll lang gewesen und das eigentliche Spiel so mit Sophia und ihrer Geschichte war gar nicht so lang. Also es kam mir so, weiß ich nicht, so ein bisschen kurz vor. So, vielleicht ist auch der Spannungsbogen irgendwann mal aufgebraucht und deswegen denke ich, ist es völlig in Ordnung, dass damit die Awakening-Reihe endet. Wobei ich ja so ein bisschen das Gefühl habe, da könnte ja nochmal Awakening, wie auch immer es dann heißt, Awakening, die Fortsetzung sozusagen, mit der Tochter halt kommen. Aber vielleicht irre ich mich auch. Ich finde, Boom Sepp hat das jedenfalls sehr schön gemacht und ich hoffe, es hat euch auch etwas Spaß gemacht und dass ihr das Spiel auch mal kennengelernt habt, weil das ja noch so neu war. Ja, finde ich schön. Danke fürs Zuschauen und mal gucken, was ich als nächstes spiele. Ich weiß es schon, ich verrate es aber einfach mal nicht. Es ist etwas Düsteres auf jeden Fall und darauf freue ich mich schon sehr. Ich hoffe, ihr dann auch und schaltet wieder ein. Bis dann! So ganz durch sind wir dann aber doch nicht, denn es gibt hier noch einen Garten, den wir in der Sammler Edition betreten können und den würde ich auch noch mal ganz gerne mit euch erforschen. Da habe ich mich die ganze Zeit schon gefragt, was ist denn das hier? Ein Garten? Mhm. Hier können wir nämlich auch noch irgendwas machen. Aha, was ist hier? Um eine neue Spezies der lächelnden Lilie zu züchten, muss ich zwei Samenarten kombinieren und sie mit Mondwasser gießen. Es gibt 15 verschiedene Spezies. Okay. Alles klar. Okay. Wie mache ich das? So. Mit Mondwasser dann? Noch nicht? Nee, ist ja auch nur Erde drin, ne? Oder was jetzt? Huh? Wieso war da jetzt doch noch wieder was drin? Da ist jetzt immer voll die Erde und so. Ja. Ich glaube, ich muss nochmal hier dann weg, oder? Damit ich hier hingehen kann. Garten. Was haben wir hier? Aha. Was ist denn das hier? Ich bin irgendwie überrascht, was es hier noch gerade im Garten zu entdecken gibt. Wandle alle Samen in denselben Typus um. Oha, da habe ich ja einiges zu tun noch anscheinend. Muss das erstmal verstehen, wie das so geht. Oder habe ich noch nicht alles gemacht und kann hier gar nichts tun? Oder wie läuft das jetzt hier? Zu den Totems stehen viele leere Blumentöpfe. Für Lilien, ja. Mhm. Ach, und jetzt kann ich hier wieder irgendwas machen? Öffne diese Samenhülse. Habe ich denn jetzt eigentlich alle Bonis gefunden gehabt? Fällt mir gerade ein. Ich weiß es gar nicht. Ich habe doch hier ganz gut hier. Willst du deine Blumensteine eintauschen, um diese Sammelhülse zu öffnen? Nee. Ich will mal gucken, was es hier noch so gibt. Ich kann hier mit meinen Boni-Steinen anscheinend die Samenhülsen öffnen und dann bekomme ich wahrscheinlich die Samen für diese Blüte, was ich sehr schön finde, die Idee, dass man so dafür, dass man auch ein paar Bonis eingesammelt hat, auch gleich so eine Belohnung irgendwie bekommt. Dass man da selber sich vielleicht so ein bisschen Liliengarten erstellen kann. Natürlich sind die Geschmäcker da vollkommen verschieden. Jeder hat da so eine andere Vorstellung von der schönen Blume. Welche wollen wir denn mal? Könnte auch so eine lila nehmen oder so eine pinke hier. Vielleicht ist diese mit der Türkisin gar nicht schlecht. Dann nehmen wir die mal. Ich habe ja dann immer noch ein paar Steine. Aha, und jetzt kann ich hier was machen? Jetzt soll ich wahrscheinlich... Genau, die immer zusammengehören, entfernen.
Und dann darf am Ende keiner mehr übrig bleiben. Ob ich das schaffe, weiß nicht. Dann bleibt der übrig, das ist ja blöd. Nochmal, da muss ich ein bisschen mehr aufpassen. Ach, das ist ja cool, dann haben wir ja doch noch ein bisschen was zu tun, dann ist der Part auch nicht ganz so kurz. Die Pinken können ja schon mal weg. Ich denke, die Blauen eigentlich auch. Das brauchen wir nicht mehr. Die Kohlköpfe muss ich lassen. Das ist wichtig. Der hier müsste, die bräuchten, nee. Die kann ich schon runternehmen. Die da eigentlich auch. Jetzt wird es ein bisschen schwierig. Nehme ich die weg. Dann kann ich die wegnehmen und die wegnehmen. Die wegnehmen, die wegnehmen, die wegnehmen. Okay, alles klar. Habe ich gemacht. Aber warum bleiben die Die bleiben immer so übrig. War das jetzt gut? War das jetzt richtig oder... Nee, das war nicht richtig. Hä, wie kriegt man das denn hin? Nochmal. So, da sind jetzt keine mehr. Jetzt müsste es doch klappen. Ja. Cool, das war die erste Runde. Herzlichen Glückwunsch, du hast diese Samenkörner gewonnen. Pflanze sie mit einer anderen Samenart zusammen, um eine lächelnde Lilie zu züchten. Aha, schön. Cool. Okay, jetzt darf ich mir noch eine aussuchen. Dann können wir ja mal so eine ganz andere nehmen. Vielleicht die hier. Welche nehme ich denn mal? Jetzt vielleicht die pinke, pink und türkis. Ist das too much? Jetzt kommt so wieder die Farb-Alexis hier mit ihren... Vorstellungen. Ach, ich nehme einfach mal die oder eine ganz andere. Ich weiß nicht. Nehmen wir einfach mal das, oder? Ja, die nehmen wir jetzt mal. So, ich bin ja mal gespannt, wie das hier so, ja, weiterläuft. War das jetzt doof? Ja, aber dann bleibt der ja übrig. Das sehe ich ja jetzt schon, dass das nicht klappt. Dann bleiben die anderen nämlich übrig. Nee, das funktioniert nicht. Das war blöd. Nochmal. Nochmal. Die könnte ich schon mal wegnehmen. Und die muss ich doch wegnehmen, oder? So. Aber dann bleiben ja wieder die. Also muss ich die wegnehmen. So, dann sind die beieinander. Jetzt habe ich. Gut. Super. Jetzt habe ich, ja, die auch von der Blume. Also habe ich die beiden. Okay. So, jetzt habe ich ja schon mal zwei. Oder nicht? Ah, hier habe ich sie nämlich. Okay. Gut. Dann packe ich die da rein und die auch. Und dann begieße ich die. Diese Samenkombination hat leider keine lächelnde Lilie hervorgebracht. Versuche es mit einer anderen Samenkombination. Ach so, alles geht also nicht. Dann muss ich mich natürlich um eine andere Art kümmern. Ah, das ist ja spannend, muss ich sagen. Cool eigentlich so die Idee. Ach, der Part geht leider auch schon wieder langsam zu Ende. Und wenn wir einfach mal so in Blau das Ganze machen. Ja, wir nehmen mal die Blaue hier so. Das versuche ich mal mit der Dunkelblauen, damit ich hier ein bisschen schneller arbeite. Pink kann weg, weil Pink habe ich hier. Kriege ich hin. Rot kann auch weg. So. Was ist mit den Kohldingern? Darf auch, oder? Ich denke schon... ja, geht auch. Und gelb auch. Das kriege ich hin. Super. Okay. Nur mal so aus
Interesse gehe ich mal raus und guck mal, wie es jetzt hier aussieht. Mit, ob die Blauen gehen. Mit da. Mit denen. Geht das? Nein, das geht auch nicht. Die Blauen vielleicht mit denen? Nein, auch nicht. Schade. Was geht denn zusammen? Man muss es halt echt ein bisschen strapazieren hier. Dann ist es doch egal, oder? Irgendeine wird es ja wohl mal sein. Ich nehme jetzt mal die Pinke. Pink. Pink, 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 pink. Da muss ich aufpassen. Der muss nämlich da noch runterkommen. Darf ich die Gelben wegnehmen? Ich nehme mal die weg. Dann nehme ich die weg. Die, die und die. Dann die. Das funktioniert. Funktioniert das? Oder funktioniert es nicht? Dann bleibt der Kohlkopf übrig. Shit. Nee, da habe ich irgendwie einen Fehler gemacht. Das funktioniert nicht. Mano. Weil ich den dann... Ja, dann ist das blöd. Nee, das hat nicht geklappt. Einer, beziehungsweise zwei Kohlköpfe bleiben übrig. Also Kohlköpfe, ne? Das sind natürlich Blüten. Aber für mich sehen diese geschlossenen Blüten so aus wie kleine grüne Kohlköpfe. Deswegen sage ich das immer so. Man quatscht halt so vor sich hin. Das war jetzt schon blöd. Ja. Ja, klappt ja. Bin ich froh. So. Okay. Jetzt haben wir die Pinke. Ich habe jetzt mal die Pinke auch genommen, weil auf dem Bild sah die Lilie auch so ein bisschen mit Pink aus. Hier, die hier. Eigentlich Pink und Grün. Vielleicht sollte ich gleich auch nochmal was Grünes dann ausprobieren. Immerhin haben wir jetzt eine. Ja, du darfst weggehen hier. Das ist okay. Dann nehmen wir mal die und die. Wir probieren das mal aus. Das geht schon mal nicht. Das mit dem. Toll. Nichts funktioniert. Schade. Schade. Hatte ich schon ausprobiert, ne? Ach Mann, nur das finde ich doof. Weil ich habe ja auch nicht mehr so viel Bonis. Welche soll ich denn nehmen? Ich guck mir nochmal dieses Bild an. Ist für mich so ein, ja, eine hellgrüne Knospe. Und mit so einem pinken Ding. Oder man geht nach der, keine Ahnung. Einen Versuch mache ich noch. Sonst mache ich einen Schnitt und dann, ja. Die Pinke könnte es natürlich auch sein. Ach, wie blöd. Grün. Das waren zwei Grüne. Der kostet gar keinen Stein. Vielleicht sollte man gerade den dann nehmen. Weil es ja auch Leute gibt, die vielleicht das gar nicht geschafft haben mit den Bonis. Und dann, ja, ne? Voll einfach. Vielleicht klappt das ja sogar damit. Ja, nehmen wir mal da wohne. Das einfache Ding. Wo ist es jetzt? Der hier, glaube ich. Die einfachen. Nein, das hat schon mal nicht geklappt. Och Mann, ich will endlich Erfolg haben. Wie ärgerlich. Es klappt! Oh, da klappt was.
Ja, wie cool. Da hab ich sie. Yay, diese Samenkombination war erfolgreich. Du hast eine neue Spezies der lächelnden Lilie gezüchtet. Die Lilie bekommt einen besonderen Platz. Tada! Hab ich's mir doch fast gedacht. Weil wenn jemand das nämlich nicht geschafft hat mit den Bonis, kriegt er ja trotzdem die Chance. Cool. Ich weiß jetzt nicht. Also ich hatte auf jeden Fall die und die beiden miteinander kombiniert. Huch, das wollte ich gar nicht. Okay, haben wir das auch mal kennengelernt hier. Wie sieht's denn jetzt aus? Ich habe ja jetzt hier eigentlich was geschafft, oder nicht? Was mache ich dann? Hä? Wandle alle Samen in denselben Typus um. Oh je, Mini. Ja, das muss ich dann auch nochmal irgendwie in Ruhe machen. Aber ich glaube fast, dass der Part sonst hier zu lang wird. Ich werde das jetzt nochmal in Ruhe offline mir anschauen sonst. Oder wollt ihr das sehen? Hättet ihr es gern gesehen? Ich will euch das ja nicht vorenthalten. Nicht, dass es heißt, oh, das hätte ich gern gesehen. Aber ich verstehe das hier jetzt auch so schnell nicht. In denselben Typus um. Ach, das muss ich richtig ausbreiten. Kann ich denn aber... Wo kann ich weitermachen? Also... Ach so, ich check das gerade erst. Okay, ja, ich hab's verstanden. Ich muss einfach immer hier hingucken. Und jetzt kann ich die Banane nehmen. Dann übernimmt er auch die Banane. Und jetzt übernimmt er den natürlich. Jetzt wieder die Muschel. Ich hab's gleich. Okay, ich verstehe. Moment. Wir haben's gleich. Das kriege ich auch noch durch. Nee, das war der falsche. Den will ich. Super. Cool. Okay. Das Rätsel auch noch gemacht. Okay. Und dann schreitet man hier immer weiter fort. Und was hat man davon? Ich weiß es noch nicht. Irgendwelche Errungenschaften oder so vielleicht. Okay. Haben wir das gesehen? Wo kann ich denn jetzt? Warte. Da habe ich sie gesehen. Meine lächelnde Blume, meine Lilie, die steht hier schon. Und dann kann man natürlich mit den weiteren Samen hier alle möglichen Blumen noch erschaffen. Ich hätte die mir aber gerne noch angeguckt. Ich will die mir gerne noch angucken. Ich werde das jetzt nochmal so ein bisschen weitermachen. Und poste sonst einfach mal einen Screenshot bei Facebook oder so. Wäre ja auch ganz nett. Da könnt ihr es dann sehen, wie das denn so aussieht, wenn dann hier ganz viele Blumen sind. Bis dann und vielen Dank fürs Zuschauen.